Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft in Cuxhaven an der Nordsee. Heute möchte ich mit euch diese Java-Farnpflanze, die wir ja im letzten Video aus ihrem Topf befreit haben, aufsetzen, und zwar auf Holz. Und ich habe hier ein Stückchen Korbowood und ein Stückchen Mangrove. Das Korbowood war fast, ich glaube, einen Monat im Wasser. Das schwimmt nicht mehr auf, nur noch treibt noch so ein kleines bisschen auf. Hat ordentlich Huminstoffe abgegeben, die konnte ich gut nutzen für meine Garnelenbecken. Und die Mangrove, die ist ein bisschen schwerer, die liegt relativ schnell unten. Die müsste eigentlich jetzt schon untergehen. Die ist jetzt ungefähr eine Woche lang gewässert, gibt aber immer noch Huminstoffe ab, wie das Korbowood eigentlich auch. Nur hier sieht man die Färbung nicht mehr so stark. Das Mangrovenholz, das färbt aber immer noch so ein bisschen. So, ich habe jetzt hier nochmal den Schauort gewechselt. Ich glaube, so habt ihr eine bessere Übersicht, was ich eigentlich mache. Ich klebe einfach mit einem ganz normalen Pflanzkleber. Das ist jetzt einer von Aka, zufälligerweise. Ihr wisst, ich habe keine Kooperation. Damit klebe ich das jetzt auf. Ich habe mir aus meinem Schaubecken, aus meinem Green Africa Becken, nochmal ein bisschen Moos geholt. Das werde ich so ein bisschen zum Verdecken der Klebepunkte benutzen. Am Anfang wird man den Kleber sehen, wenn euch das zu Hause passiert, auch nicht die Nerven verlieren. Das überwuchert es manchmal dann auch. Also überhaupt kein Problem, gerade beim Moos. Irgendwann wächst es drüber und das dauert überhaupt nicht lange. Und bei den Rhizomen sowieso immer nur punktuell Kleber benutzen, also so wenig wie möglich, sage ich immer. Das ist jetzt meine kleine Ausbeute. Ich musste tatsächlich noch zwei Drachensteine dazusetzen und auch einen kleinen schwarzen Lavastein. Das mache ich nicht, weil ich das strecken möchte oder so, sondern einfach, weil ich denke, dass die Pflanzen so besser zur Geltung kommen, dass sie sich auch besser entfalten können und dass es einfach genug Pflanzenmasse gewesen ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, die Wurzeln sind vorgewässert. Die kann ich also jetzt sofort so ins Becken legen. Die Pflanzen sind ja ausgespült und so weiter. Das habe ich euch am anderen Video gezeigt und die sind jetzt wirklich so komplett verkaufsfertig und können dann in das Becken rein. Jetzt zeige ich euch auch noch mal kurz, was ich mit diesen kleinen Tillandsien mache. Da beklebe ich nämlich auch dieses Spiderwood und den Drachenstein. Der ist übrigens echt richtig schön, so mehrfarbiger. Ich weiß immer gar nicht, wie die Farben auf der Kamera aussehen, aber der hat mehrere Farben, das ist ganz nett. Die beiden kleineren Tillandsien kommen auf den Stein und die großen Tillandsien jeweils auf ein Spiderwood drauf. Ich habe die Drachensteine übrigens auch die für die Aquarienpflanzen vorher richtig doll gespült und geschrubbt. Die sind ja immer sehr lehmhaltig und das muss man loswerden, denn das ist sonst zu viel im Aquarium. Und dann kommt auch wirklich die Struktur viel besser raus. Musik
so sieht's jetzt aus. Die können auch in den Verkauf. Dann habe ich mal hier ein bisschen was anderes auch da. Also so kleine Schätzchen, die findet man bei mir auch ab und zu. So sieht das Pflanzbecken jetzt aus. Ich finde, das Rot der Mangrove kommt richtig gut durch. Ich weiß nicht, wie das auf dem Video zu sehen ist. Und ihr seht, es ist alles voller Aufsitzerpflanzen. Das ist halt so mein Steckenpferd und das möchte ich gerne weitergeben. Und ich finde es in Kombination mit Moos halt einfach super klasse für Garnelenbecken. Das Korbowood, das kommt jetzt gerade nicht so gut rüber, weil ich es doch festklemmen musste. Es schwimmt nach wie vor auf. Ich werde es wahrscheinlich auf einen Stein aufkleben, dann geht es schneller unter. Das ist einfach besser. Ja, so sieht es jetzt im Moment aus und ich freue mich drüber und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wieder zu sehen. Bis bald!